Tänzerinnen, die nach Abschluss ihres Studiums sich um ein Engagement bewerben, müssen auf Auswahlveranstaltungen, sogenannten Auditions, ihr Können unter Beweis stellen. Hier kann unter anderem die Präsentation einer voreinstudierten Einzelchoreografie ein Mittel zur Auswahl sein. Darbietung werden von der Jury noch offene Fragen angesprochen. Das Ergebnis bekommt die Kandidatin in einigen Wochen mitgeteilt. Ich erwarte, dass das doch so gut technisch ist. Also das finde ich sehr schön, dass das doch auf Technik geachtet wird und so. Ja, aber wir melden uns auf jeden Fall und es hat uns sehr gefreut. Ja, mich auch. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Ich bin eine junge Tänzerin, ich habe gerade meine Ausbildung abgeschlossen, habe eine Ballettausbildung vorher gemacht an 3 staatlichen Schulen und danach aber beschlossen, dass ich noch ein bisschen mehr wollte als nur klassisches Ballett. Dann habe ich noch eine Musical-Ausbildung dran gehangen, zwar auch mit Schwerpunkt Tanz, aber dann habe ich noch Schauspiel und Gesang dazu bekommen. Ich habe meine Musical-Ausbildung an der Stage School in Hamburg gemacht. Wir haben vorgetanzt für eine Neugründung der Company, Tübers heißt das, und also ich habe angefangen in der Ballettschule in Leipzig, auf der Ballettschule der Oper Leipzig. Dann habe ich ein Stipendium bekommen für ein Jahr Toronto, National Ballet School of Canada. Und von da bin ich nach Hamburg aufs Ballettzentrum John Lambert gegangen. Und da habe ich dann meine Ballettausbildung fertig gemacht. Und ja, wir erfahren, in 3-4 Wochen ruft sie uns nochmal an, weil sie nochmal in Urlaub geht. Und dann bekommen wir Bescheid. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen. Ich hatte ein gutes Gefühl. Und ja. Also ich habe ein Solo getanzt und meine Lehrerin Viviana Giusti hat mir ein Solo choreografiert für unser Abschlussprojekt, Modern Solo, und das habe ich heute getanzt. Ich schaue, was kommt.